Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS15 auf der OGF USA mit mir und dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind hier gerade auf den letzten Metern mit dem Stroh und ich wollte euch noch kurz zeigen, in meinem Z kann man hier so eine Kamera, Arbeitskamera für die Presse einschalten, was eigentlich auch recht cool ist. Da kann man hier schön zugucken, was das Ding gerade treibt, ne? In unserem Fall ist es noch relativ easy, all dieweil wir ja nur Strohballen machen, aber ansonsten könnte man auch zugucken, denke ich mal, bei Silageballen, wie denn diese denn gepresst werden. Genau. So, das war es jetzt so im Großen und Ganzen. Ich meine, ich habe hier einen ziemlichen Fleckerlteppich gemacht, wie ihr seht. Das liegt einfach daran, dass ich die Bahnen jetzt immer so von jetzt gesehen von links nach rechts und rechts nach links gefahren habe. Weil es einfacher war, als den Drescher Spuren hinterher zu fahren. Und ja, ich meine, wir haben jetzt hier insgesamt 93 Strohballen gemacht. Das ist ein Haufen Zeug. Die wollen dann alle irgendwann noch verladen werden. Und da bin ich immer noch überlegen, wie ich es genau mache. Ich meine, wir können den Ursus Sammelwagen nehmen. Da passen aber, glaube ich, nur so 8 oder 9 Dinger drauf, also nicht so viel, das heißt, wir sind ewig hin und her fahren. Oder aber wir nehmen hier den Ballenwagen von Krassort, von BM Modding. Da passt natürlich schon einiges mehr drauf. Aber dann müssen wir halt mit dem Frontlader arbeiten. Tja, das ist genau das, wo ich jetzt noch nicht weiß, was ich machen soll, aber ja, ich denke auch, wir haben jetzt dann bald genug Ballen hier. Ja, ich wollte eigentlich fertig sein, bevor ich wieder aufnehme, aber ach, so ganz alleine immer das Feld rauf und runter fahren, das war mir jetzt auch zu langweilig. Habe ich mir gedacht, ich nehme dich wieder mit. Ist doch dann auch viel schöner, wenn wir das hier zusammen machen, ne? Macht ja auch mehr Spaß, als wenn man das so alleine macht. Genau. Ja, das bin ich echt überlegen, ob ich da nicht einfach ein bisschen Stroh dann liegen lasse. Entschuldigung. Oder ob wir wirklich komplett alles mitnehmen, was hier ist. Oder vielleicht den Rest noch mit dem Ladewagen dann holen. Vorher ist, glaube ich, auch schon durchgefahren. Oben so eine Laufschrift, dass die Mischstation hat kein Heu mehr drinnen. Das heißt, wir müssten uns hier mal wieder ums Gras kümmern, um so ein Zeug. Weil ihr seht, viel zu tun, viel zu machen. Wie heißt es schön? So viel zu tun und so wenig Zeit. Genau. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Ja, und ich denke dann, ja, jetzt machen wir hier die 100 Rundballen voll und dann sollte das auch reichen. Haben wir da erstmal genug Zeug, mit dem wir da noch arbeiten können. Und ja, ich glaube, ich werde auf den Krassort gehen, weil man ist zwar auf dem Feld länger beschäftigt, aber dafür fährt man nicht so oft. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Das heißt, ich kann massiv viel Ballen wegfahren mit dem Ding, habe aber natürlich auch viel Arbeit. Manuelle, sprich das Auf- und Abladen von den Ballen muss natürlich dann auch irgendwie passieren. Und das passiert dummerweise, glaube ich, bei dem nicht von alleine, dass der die dann einfach irgendwo abschmeißt und schön hinstapelt und alleine aufsammeln tut es auch nicht. Also es hat nicht so ein Ballenskript, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall werden wir hier mal jetzt noch da zwei Ballen rausholen und dann lassen wir es erstmal bleiben. Den Rest machen wir dann mit dem Strohsammler. Auch die kleinen Fleckerle, die so rum sind, also die Bahn hier noch durch und dann passt das, glaube ich. Nee, das reicht nicht ganz, wie es ausschaut. Das reicht nicht ganz für den benutzten Ballen. Ja, dann fahren wir halt noch eine Runde. Kurz wegkicken ein bisschen. Dann haben wir hier jetzt 100 Ballen rumliegen. Das ist schon eine Ansage, ne? 100 Ballen ist schon
viel. Die sind alle hier im Frontlager. Oh Gott. Tja. Ach, jetzt machen wir das noch schnell hier auch noch kurz. Ja, ich musste übrigens auch schon zweimal dann das Netz wechseln. Das muss man hier dann, dann kommt hier so ein großes Fenster so. Oh, Netz alle, wechseln mal. Das ist eigentlich auch relativ easy zum Wechseln. Kann ich euch noch kurz zeigen dann. So, jetzt fahren wir hier noch schnell einmal die Presse voll, dass die wieder leer wird. Das ist irgendwie... Hört sich das komisch an, ne? Weil ihr seht, ich habe hier dann so Fleckerlteppich ohne Ende gemacht. Das müsste man... Und ich glaube, das macht man im Sammelwagen dann. So, langsam, langsam. Ich will eigentlich nur noch auf 100% kommen. Ach, jetzt habe ich schon wieder 400 Fortress-Kammer drin. Ach ja, das war so nicht geplant. Naja gut, dann tun wir den Rest jetzt hier noch. Die Farm ist jetzt da hinten mal hin. Also ich habe jetzt erstmal genug Ballen gemacht. Ich habe jetzt da keine Lust mehr drauf, wenn ich ehrlich bin. So. Dann parken wir uns mal hier. Schalten die Presse ab. Fahren den Pickup nach oben. Schalten mal den Motor aus. So, steigen wir aus. So, hier. Man kann hier mit B die Klappe, ups, aufmachen. Und dann mit X. Geht natürlich jetzt noch nicht, weil das noch nicht voll ist. Dann geht dieser Ballen, diese Foliennetz da auf das Ding drauf. Macht der Unimog durchdrehende Reifen. Genau, und das geht dann da oben rein. Und ihr seht, da ist dann hier das Netz, was um den Ballen rumkommt. Das ist ziemlich cool. Ja. Genau. Wollen wir mal schnell den Unimog helfen. Die Strecke ist nicht sauber eingefahren. Das ist halt einfach, ja. Ups. Kommen wir schon rein so. Ja. Schaffen wir, das machen wir das schnell mit der Hand, weil er hat gleich nochmal ein Problem. Also ich fahre hier gerade Gerste übrigens zum Budweiser, wie ihr seht, und verkaufe die hier, weil, ja, wir hatten davon einen Haufen und Geld muss ja wieder rein in irgendeiner Form und deswegen machen wir hier Gerste zu Budweiser, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, schauen wir mal schnell. Ja, ist es immer noch ein ganz guter Preis und danach können wir den Weizen noch zu Continental Grain fahren, beziehungsweise Raps haben wir glaube ich auch noch. Ja, aber wir sollten natürlich auch so Zeug behalten, weil die Tiere ja auch was zum Fressen brauchen. Habe ich mir jetzt gerade wieder festgefahren, nein, passt. So, dann fahr du mal wieder los. Und wir hüpfen in unseren Frontlader. Da ist er. Den braucht man nämlich jetzt. So. Dann tun wir hier mal das Ding da ablegen. Und fahren mit dem zum Händler, holen den krassen Ballenwagen. Achso, das Gewicht. Das Gewicht. Nehmen wir mal mit. Ballen sind schwer. So, raus. Hier, genau, Richtung Müller Farm und dann zum Händler. Und dann kaufen wir uns die krasse Ballenwagen und eine Piekse, damit wir die. Ups, da drauf bringen. Eieieiei. So. Kürz mal ab. Der ist jetzt langsam. Und dann machen wir das so, ne? Den hier einmal kaufen, vielen Dank. Und dann bei den Frontladern noch den Spieß einmal kaufen. Und da ist das Zeug. Wird der kleine Traktor schon schaffen, hoffe ich.
So. Kannst du an den Spieß hinfahren? Das ist aber, naja, ziemlich weit weg von dem Spieß, würde ich mal behaupten. Eieieiei. Okay, so geht's. Okay, komm wieder rein hier und ankoppeln. So, und dann fahren wir den. Ist der blau? Cool. Nein, ist er nicht. Schaut das aus. So. Mal das hier ein bisschen nach oben fahren. Dass wir dann keinen abstechen auf der Fahrt. Andere Richtung einlenken, bitte. Danke. So, den müsste mal am Gewicht den Hänger anhängen können, normal. Ja, können wir. Sehr gut. Ups. Und dann fahren wir mal zum Feld und gucken, wie wir uns mit den Ballen anstellen. Und ich glaube, dann werde ich hier die Kamera ausschalten müssen. Ja, schauen wir mal. So. Der kleine Traktor mit dem Riesenhänger. Naja, warum auch nicht. So, lala. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt anstelle. Ich glaube, ich sollte auf alternative Eingabegeräte umsteigen, schon langsam. Ob ich das jetzt mit der Maus so alles hinkriege, man darf gespannt sein. Ah, wir kürzen ab, komm. Was könnte man eigentlich mit dem Feld hier machen? Das ist ja auch unser Feld. So ein kleines Feld. Gute Frage. Das liegt hier einfach brach. Und da hinten ist... Ja, die Ballen. So, stellen wir uns mal irgendwo hin. Ein bisschen in die Mitte rein, wo viele Ballen sind. Oh Gott. So. Dann steigen wir mal. Ups, ich wollte aussteigen. Steigen wir mal kurz aus. Wir müssen nämlich dann hier. So, jetzt brauchen wir kurz die F1-Hilfe. Linkes Gatter. Rechtes Gatter. Das ist das Falsche. Das da brauche ich. Okay. Machen wir beide runter. Ja, okay, machen wir es mal so. So, dann probieren wir es gleich ab, wenn wir schon dastehen. Steigen ein. Holen unser Gewicht wieder. Ja, und schalten als erstes hier die Kamera aus und das ist mit C. Gut, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. Und jetzt wird spannend. So, wir probieren mal hier einen Ballen. Nehmen wir doch mal den hier. So schon mal nicht, ne? Ich glaube, ich muss gerade an so einen Ballen ranfahren. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal gucken, ob das Ding, der ist so... So ist es gerade. Ja. Oh Gott. Ist so ungefähr. Das könnte eine gute Höhe sein. So muss das ausschauen aus dem Traktor raus. Okay. Oh. So, Pieks. Naja, ein Ballen. Das ist super. Und den. Ah! Langsam.
Den sollen wir es da aufladen. Na, merci, Cowboy. Oh, oh, oh. Ob das jetzt eine gute Idee war, ich weiß es ja noch nicht, ne? Und dann ein bisschen runter. Und rückwärts raus. So. Oi, oi, oi. Naja, okay. Passt es da nur einer? Nee, das habe ich ja total bescheuert drauf getan. Mal gucken, ob wir das dann besser hinkriegen. Oh, oh, oh. Da habe ich mir was angetan. Na gut. Also die Folge ist ja schon wieder vorbei. Huch, habe ich ein Glück. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen da, ein Abo. Würde mich freuen. Empfehlt die Videos weiter. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, kann ich Ballen laden oder lasse ich es lieber bleiben. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.